Ja, das wird gut. Zack, ganz schnell für euch, dass ihr das nicht anschauen müsst. Das letzte Blatt. So viel habe ich jetzt schon gesammelt. Das haben wir schon mal. Jetzt wird nochmal Zwiebel eingekauft, Karotten, Kartoffeln. Mischt man alles schön rein, ein paar Gewürze und dann. Ja, ich habe jetzt für die Brennnesselsuppe Knoblauch dabei, Kartoffeln, Petersilie, Lauch, dann Sellerie, Zwiebeln und Möhren, die schnibbel ich jetzt erstmal. So, jetzt die Zwiebel. Und die Karotten, die fehlen, die dürfen da gar nicht drin fehlen. Zack. Jetzt kommt der Sellerie. Zack. Ich schneide erstmal diese Ecken hier weg. So. Ich freue mich schon auf die Brennnesselsuppe. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr lecker wieder. Weil das ist schon, mache ich schon öfter. Das ist jedes Mal sehr lecker. So, jetzt kommt nochmal Petersilie noch dabei. Das macht nochmal den Geschmack schöner. So. Und dann kommen die Kartoffeln noch. Ah ne, guck mal, hier was ich gefunden habe. Der Lauch kommt auch noch da rein. Die lasse ich schön so grob. Schwimmen die ein bisschen in der Suppe rein. Und jetzt kommen die Kartoffeln. Die müssen jetzt erstmal geschält werden und geschnitten. Ja, ich schneide jetzt kurz die Brennnesselblätter. Da muss ich die nicht unbedingt jetzt so stark mischen, mit so einem Mixer machen, weil dann reicht das einfach so. Schmeiße dann das hier alles rein. Salz packe ich dann erstmal rein und dann koche ich das erstmal für eine halbe Stunde. Und dann kommt Sortes und zeigt mir, was für spezielle Gewürze man dort reinmacht, weil da kenne ich mich nicht aus. Alles schön rein. Alles klein gelassen, fein. Und dann hat man ein bisschen was zu kauen und muss das nicht mixen, weil wenn man zu groß alles macht, dann muss man das mixen. Und so passt alles rein. Aber gut, ich bin kein Koch. Ich will nur Brennnesselsuppe machen, die gesund ist. Zack. Dann kommt Wasser rein. Gleich ein bisschen mehr und wir kochen das jetzt mal eine halbe Stunde auf und für euch geht das in einer Sekunde weiter. Ich habe für den Michi habe ich hier ein Gewürzpulver vorbereitet, eine Gewürzmischung besser gesagt. Da ist Nelke drin, schwarzer Pfeffer drin, Kümmel, Koriander, Wacholder. Natürlich, was alles mögliche drin, Zwiebelpulver ein ganz bisschen. Das ist eine grobe Mischung halt, ja, wenn ihr es riechen könntet, es riecht einfach wie so eine Mischung aus einem Dönergewürz und einem, so einer Art Steakgewürz. Was ich da mit erreichen möchte, ist, dass wir eine Schärfe reinkriegen. Es ist auch ein bisschen Chili mit drin. Ich habe ein paar Chili, also sehr fein gemahlene Chiliflocken mit eingearbeitet. Dass wir eine schöne Grundschärfe haben, weil ich finde, das passt zu einer Brennnesselsuppe. Ich denke, das hebt dann nochmal so diese, ja, die Blumigkeit hervor. Ich weiß nicht, ob ich das so gut erklären kann. Ist auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, eine tolle Gewürzmischung. Auch Basilikum ist drin. Und ich denke mal, das sorgt dafür, dass es sehr vollmundig wird und dass die verschiedenen Aspekte von dem Gewürz, ob das jetzt Schärfe ist, oder ja, zum Beispiel die Nelken, die so ein bisschen mit dem Koriander tanzen, dass das auf jeden Fall sehr gut schmeckt. Ja, was Sortes gesagt hat, hört sich hammer gut an. Riecht auch gut. Wie würdest du das beschreiben, den Geruch? Den Geruch? Weil da ist ja auch schwarzer Pfeffer drin und alles. Man riecht auch. Aber gleichzeitig auch, riecht so ein bisschen nach Brühe wegen dem Zwiebelpulver. Schwierig, schwierig. Na? Bisschen wie Senf auch. Ja, Senf ist sogar drin, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ah. Ja, sehr gut. Es riecht so wie so eine schöne Rinderbrühe, ne? Ist gut, ne? Ja.
Hammer. Okay, schmeißen wir mal rein. Ja, im Kochen gehe ich immer so ein bisschen auf. Ich liebe das einfach. Und Michi ist auch immer sehr leidenschaftlich dabei. Ja, und ich lerne auch viel über Sortes, weil der mischt sich wirklich Sachen zusammen, wo man denkt so, ach stimmt, das kann auch noch mal rein. Ja, wir werden am Ende sehen, ob es schmeckt. Du musst aber noch ein bisschen nachsalzen, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Weil ich wollte jetzt nicht zu viel Salz nehmen. Da muss er abschmecken. Ja, Nachsalz ist besser als zu versalzen. Ja. Ja. Das sieht Hammer. Gut aus, das sieht sehr gut aus. Sehr gesund auf jeden Fall. Oh, könnte so ein Oma-Rezept sein, ey. Ja, du musst auch mal sagen, mit dem Testosteron ist das krass. Ja, stimmt, das Brennnessel erzeugt Testosteron im Körper, weil ja, besser gesagt, so, es aktiviert das, kann man schon sagen. Es setzt das so ein bisschen frei und alles. Das Testosteron, was du sowieso angesammelt hast, das ganze Testosteron, das wird dann sozusagen durch Michis Suppe erst richtig freigesetzt im Körper. Und das ist Hammer. Hammer, geil. Schade, dass ihr nicht mitessen könnt. Ja. Ja, was Sorte schon sagte, ich habe hier eine schöne Suppe gemacht, weil es sehr viel Eiweiß drin in der Brennnessel. Du hast viel Eisen auch, das ist auch sehr gut. Es reinigt dein Blut und Eiweiß für Muskeln für den Tag, weil man viel sich angestrengt hat. Auf jeden Fall geil, wir essen jetzt erstmal schön. Ja, Sortes, danke nochmal, ne? Der hat ein paar Gewürzmischungen reingemacht, was die Suppe dann richtig... Ja, perfekt, Mann. Das war echt ein toller Tag heute. Ja, schaut mal, Tisch ist sehr voll mit Sortes, Essen und meiner Suppe. Die beiden probieren schon. Ganz gespannt. Ja. Ich esse die Suppe danach, nicht als Vorspeise. Ja, wenn ihr das wissen möchtet, auf Sortes Kanal gibt es das. Schmeckt nach Spinat. Ja. Richtig, es ist so verrückt, dass es Brennnessel sind, aber es schmeckt einfach gar nicht danach. Richtig, also wir essen auch so immer Brennnesseln, aber als Suppe ist das nochmal ganz anders. Ich finde das auch, man merkt nicht, dass es Brennnessel ist. Es schmeckt einfach wie eine schöne, leckere Suppe einfach. Wie man das kennt von Umi. So, Sortes probiert auch. Das ist wirklich gut. Schön, das freut mich. Das ist eine Wohltuung, es ist wirklich so das, was du dir am Abend manchmal wünschst, wenn du einfach dich ins Sofa kuscheln willst. Das ist ein tolles Gericht. Sehr schön. Das war's beim Video, ich hoffe, dass ihr was draus gelernt habt. Kocht gerne das nach, das ist gesund. Aber ich esse jetzt erstmal. Tschüssi, bis nächstes Mal.